Liebe Freundinnen und Freunde, Freundinnen und Freunde, ich habe mir gestern ein Audi gekauft. Das ist ein Audi A8, der hat weiße Lederausstattung und der ist direkt aus Ingolstadt. Haben sie mir gebracht. Bin ja Fraktionsvorsitzender. Hab ja was zu sagen, ja? Was zu sagen. Aber was? 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 Liebe Freunde, ich glaube, dass wir mit Audi besser zusammenarbeiten sollten. Auch mit VW, auch mit Mercedes. Wir sind zwar grün, aber das muss ja nicht jeder merken. Wir dürfen trotzdem Luxus tragen. Wir haben angefangen mit Rollkragenpullover, wollten Fahrrad fahren. Jetzt fahren wir Audi, BMW, Porsche. Ja. Liebe Freunde, das muss kein Gegensatz sein. Und ehrlich, meine Waschmaschine, die läuft mit Atomstrom. Das darf man nur keinem sagen. Ja, ihr wisst es. Ihr macht es doch selbst. Wir dürfen nicht so tun. Wenn wir an der Regierung sind, müssen wir natürlich die Atomenergie fördern. Das ist doch klar. Das ist doch klar. Sonst würde ich doch keinen kostenlosen Audi bekommen, liebe Freunde. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Also sage ich euch, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt in die Kantine und bestell mir ein Prosecco. Und den trinke ich mit Helmut Kohl, dem besten Bundeskanzler der Welt. Liebe Freunde, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr länger so tun, als wären wir anders. Wir sind angepasst. Wir sind angepasst wie jede Partei, die groß geworden ist. Jede Partei. Auch die Linken werden irgendwann angepasst sein, das ist doch klar. Klar, 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 klar. Wir haben angefangen mit Fahrrädern, jetzt fahren wir Mercedes. Wie oft soll ich das noch wiederholen? Ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt einen Kaffee. Nacht.